Willkommen zurück zu Baphomets Fluch 2. Jetzt doch mit Kaffee. So. Und zwar habe ich immer noch keinen Plan, wo ich jetzt eigentlich hin soll. Ich werde aber nach alter Adventure-Manier einfach jeden so lange nerven, bis was rumkommt. Ich weiß nicht, worüber. Gut, mit der können wir über nichts mehr reden. Ist Obie noch da? Nein, Obi ist nicht mehr da, aber ich meine, da sitzt noch jemand. Ja! Reden wir mit dem mal. Hi, ich bin George Stobart. Was können Sie mir über die Bergbaugesellschaft erzählen? Der General hat eine ihrer Minen nach der Explosion geschlossen. Dabei haben eine Menge Leute das Leben verloren. Ich hatte Glück. Bei mir waren es nur die Beine. Wissen Sie, wen diese Statue hier darstellen soll? Sollte ich wohl. Ich habe früher solche Dinger für die Touristen geschnitzt. Aber es hat den Leuten hier Angst gemacht. Darum habe ich es aufgegeben. Der Erste, der nicht in Schockstarre fällt. Interessant. Können Sie mir etwas über diesen Stein erzählen? Das ist Obsidian. Das ist ein Vulkangestein, das so schnell abgekühlt ist, dass... Ja. Ist ja gut, aber ich interessiere mich nicht für Geologie. Nicht? Dann nehme ich an, dass Sie etwas über die Gravur darin wissen wollen. Das stimmt. In diesem Falle sollten Sie lieber mit dem Professor reden. Er war eben noch hier. Erkennen Sie das Firmenzeichen auf diesem Etikett? Aber sicher. Das ist die Condor Transglobal Schifffahrtslinie. Haben die ein Büro in Caramonte? Nein, aber sie laden und löschen hier Fracht. Das dachte ich mir. Haben Sie das Schiff mit der Condor-Flagge gesehen? Nein. Aber die Docks sind doch direkt auf der anderen Seite des Platzes. Könnten ebenso gut auf der anderen Seite des Mondes sein. Haben Sie von der Sonnenfinsternis gehört? Klar. Ich schmeiße sogar eine Party deswegen. Kommen Sie doch auch. Wirklich? Claro. Jede Menge Essen, jede Menge Wein und alle sind eingeladen. Außer dem General. Warum ist der General nicht eingeladen zu Ihrer Party? Weil er jedes Mal zu Party seine verdammten Epis aus den 70ern mitbringt. Wie denken Sie über dieses Höschen? Beeindruckend. Tragen Sie sowas? Nein, jemand hat sie meiner Freundin geschickt. Wie aufmerksam. Okay, Dwayne, hast du uns noch was zu sagen? Ich könnte mich irren, aber ich finde, Sie sind meiner Frage vorhin etwas ausgewichen, als ich gefragt habe, was Sie in dem Truck spazieren fahren. Natürlich bin ich ausgewichen. Ich konnte doch vor diesem Ausländer nicht offen reden. George, ich befinde mich auf einer absolut geheimen Mission für Uncle Sam. Dieser Truck ist eine rollende Bombe. 400 Pfund Nitratdünger mit einem Plastikzünder. Den Knall hören die bis nach China. Mann, darauf freue ich mich schon richtig. Ist Miguel der Grund, warum Sie hier sind? Gut nachgedacht, George. Ich sollte mit ihm Kontakt aufnehmen. Aber als ich ihn endlich gefunden hatte, steckte er schon im Kittchen. Seitdem suche ich nach einem Weg, ihn da rauszuholen. Klingt gut. Auf mich können Sie dabei zählen. Guter Mann. Alles, was ich brauche, ist ein Sprengzünder. Und ich weiß auch schon, wo wir den herkriegen. Wieso haben Sie eine ganze Wagenladung Sprengstoff, aber keinen Zünder dabei? Nennen Sie mich ruhig altmodisch, aber ich finde, Kofferpacken ist Frauensache. Ich habe es Pearl überlassen und jetzt kann ich nichts wiederfinden. Ich hoffe nur, sie hat an meine Zahnpolitur gedacht. Ich würde mich ja schämen, in die Staaten zurückzukommen mit Teer auf den Zähnen. Haben Sie wirklich noch nie von Condor gehört? Natürlich habe ich das, mein Sohn. Genauer gesagt waren es meine Untersuchungen, die Sie verscheucht haben. Haben Sie irgendwelche Beweise dafür gefunden, dass die Condor Drogen geschmuggelt hat? Drogen? Teufel, nein! Die Condor war eine Scheinfirma zum illegalen Export von Maya-Kunstwerken. Wer steckt also hinter der Condor Transglobal? Als Eigentümer war ein gewisser Senior Aidan registriert. Haben Sie den Typ ausfindig machen können? Ich glaube nicht, dass er jemals existiert hat. Aidan rückwärts gelesen heißt Nadi, das spanische Wort für niemand.
Die guten alten Zellenfenster. Ein verloren aussehender Bursche schläft auf dem Boden seiner Zelle. Das ist Miguel, der Flötenspieler. Hey, Miguel. Er hört mich nicht. Ein verloren... Das ist Miguel. Werf mir ihm doch einen Hundekuchen an den Kopf. Girl! Wussten Sie, dass der Truck voller Sprengstoff war? Wie kommst du denn auf diese Idee? Nein, sag's nicht. Ich kann's mir schon denken. Ihr Mann. Er hat doch bestimmt übertrieben, oder? Manchmal frage ich mich, wie ich es mit Duans überschäumender Vorstellungskraft überhaupt aushalte. Wissen Sie, wo ich einen Sprengzünder herbekommen könnte? Hat Duan dich zufällig darauf angesetzt? Oh, jetzt verstehe ich. Der ist zum Hochjagen der LKW-Ladung Sprengstoff, richtig? Hey, jetzt kommen Sie aber. War doch nur ein Scherz. Oder dachten Sie vielleicht, ich meine das ernst? Ich weiß doch, wie ihr Jungs seid, wenn ihr zusammenhockt und Pläne schmiedet. Duan sagte mal, er könne alle Probleme der Welt lösen, wenn er nur genug Raketen hätte. Oh wir ja. Sehen uns noch, Pearl. Er würde die damit so nachhaltig lösen, dass es wahrscheinlich nie wieder Probleme der Menschheit gäbe. Weil es zufällig auch keine Menschheit mehr gibt. Bewahren Sie hier vielleicht irgendwelche Sprengkörper auf? Klar. Sprengstoff und Zünder sind in dem Schrank da. Sie hätten nicht zufällig etwas übrig? Ich kann Ihnen nicht einfach einen Sprengsatz geben. Nicht ohne einen verdammt guten Grund. Den wir offensichtlich noch nicht haben. Okay. Ich habe keine weitere... Hey, Nico! Ich versuche es jetzt nochmal mit den zwei da drin und mit Nico und dann müssten wir eigentlich mal irgendwo ein Stückchen weiterkommen. Hoffe ich. Ich will die Tipps im Moment nicht benutzen. Ich will ganz fair und möglichst ungeschummelt da durchkommen. Ich wüsste nicht, was ich ihn noch fragen sollte. Sagen wir, ich habe meine Schummelpunkte fürs letzte Spiel verbraucht. Wir haben genug von Caramonte, wir wollen weg. Halte ich Sie etwa davon ab? Der Typ an den Docks meint, ich bräuchte ein Ausreisevisum. Fragen Sie Rinaldo, er wird alles arrangieren, dafür ist er ja da. Ich komme wieder. Im Moment will ich mich mit... Ich versuche, Caramonte zu verlassen. Wenn ich jedes Mal einen Dollar bekäme, wenn ich diesen Satz höre, könnte ich die Hälfte meiner Familie zurückkaufen. Das ist doch jetzt egal. Was ist mit meiner Ausreisekarte, meinem Visa? Tut mir leid. Wir akzeptieren keine Visakarte. Ich habe nicht gefragt, ob Sie Visakarten nehmen, sondern wo ich eine Ausreisekarte mit den nötigen Visa herbekomme. Da kann ich Ihnen gar nicht helfen, Senior. Von solchen Sachen verstehe ich nichts. Bis später. Im Moment will ich mich... Ich habe Ihnen alles ge... Ich weigere mich, diesen Durchgang zu untersuchen, so... Wir kommen also nicht weg. Punkt. Reden wir mit Duane, wir wissen jetzt, wo der Sprengzünder ist, wir kommen noch nicht dran. Ich will eigentlich... Trucks zu stehlen ist... Ich habe nichts mehr zu... Wir haben erstaunlich wenig zu sagen im Moment. Fragen wir mal das Publikum. Leute, darf ich mir einen Tipp erlauben? Dann darf das Publikum mit... mitbestimmen, ob sie mich weiter quälen wollen oder nicht.
Ich weiß nicht, worüber... Ich darf meinen Tipp erlauben. Yay! Ich habe keine darauf. Weitere... Alles klar. Ich muss einen Blick auf die Karte werfen und mich in die Zellen umsehen. Wie werde ich den General los? Okay, wie werden wir ihn los? Wäre es mit einem Ablenkungsmanöver, gerne? Rede im Polizeirevier mit dem General über die Karte. Okay. Die Karte haben wir uns natürlich noch nicht angeguckt. Das war natürlich eine Intelligenzleistung. Senior, bitte lassen Sie die Karte in Ruhe. Danke, Suji. Haben Sie eine Landkarte von Karamonte? Eine Karte? Tut mir leid, Senior, sowas habe ich nicht. Nein. Was ist mit der da an der Wand? Ach, das ist eine archäologische Übersichtskarte, Senior. Nicht geeignet für Touristen. Ich komme wieder. Und da ist auch noch eine Karte, ne? Im Moment will ich mir... Ich wüsste nicht, was ich... Gut, das wäre tatsächlich mein nächster Tipp gewesen. Es gibt Arbeit, mein Freund. Ich will eigentlich im Moment gar nichts weiter von ihm wissen. Conchita. Zum Glück trägt sie keinen Bart. Der General hat eine Landkarte in seinem Büro, über die er sich mit Ubier unterhalten hat. Vielleicht verrät uns diese Karte, wo sie hinwollen. Mag sein, aber ich komme ja nicht ran, solange der General und sein Kumpan da drin sind. Es gibt sonst nichts. Tja. Jetzt kann ich plötzlich mit dem nochmal reden, oder wie? Eine Bergbaugesellschaft verwendet doch Sprengstoff, oder? Nicht in der Rechnungs- und Personalabteilung, soweit ich weiß. Ah, er ist so wunderbar einfach. Kein Wunder, dass seine Chefin ihm vorgeschlagen hat, ohne Hose zu arbeiten. Na komm, jetzt muss er mit Nico reden können. Hast du die Grafik an der Wand im Polizeirevier gesehen? Ja, sah wie eine Landkarte aus, aber ich konnte keine Details erkennen. Was immer es auch war, der General wollte nicht, dass wir es zu sehen bekommen. Könntest du den General nicht ablenken, während ich einen Blick auf die Karte werfe? Du scherzt wohl. Hast du nicht gesehen, wie der mich angegeifert hat? Doch, doch. Du gibst eine prima Schlangenbeschwörerin ab. Komm schon, ich brauche nur 5 Minuten. Naja, vielleicht. Aber es ist dein hirnrissiger Plan. Du übernimmst das Reden. Hut ab, dass er sich überhaupt dazu bereitschlagen lässt. Ich bin mir nicht so sicher, ob ich das machen würde. Ich glaube, es gibt nicht genug Pesos, um mich dafür zu bestechen. Das, ne? Meine Freundin würde Sie gerne um einen Gefallen bitten, General.
Für Sie, meine Liebe, tue ich alles. Ich hab's mir anders überlegt. Oh nein, hast du nicht. Sie ist einfach zu schüchtern, sie um ein Interview zu bitten, General. Ein Interview? Mit mir? Fabuloso! Nun, ich... Tja, ich würde gerne eine Story über sie schreiben. Hast du das gehört, Rinaldo? Die Rechnung kommt. Eine exklusive Hochglanz-Doppelseiten-Story über deinen geliebten General. Sie, Signore General. Kümmere dich hier um alles. Ich gehe in meine Wohnung zurück und ich möchte nicht gestört werden. Dafür wirst du mir bezahlen, George Stobbart. Und die Rechnung wird lang. Wenn du länger als ein paar Stunden weg bist, komme ich und hol dich. Ein paar Stunden? Ein paar Stunden. Ich freue mich, dass ich immer wieder einer Meinung mit den Spielfiguren bin. No, 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 Signor. Der General hat befohlen, dass niemand die... Er wird es doch nicht erfahren, wenn Sie es ihm nicht sagen. Sie kennen ihn nicht, Signor. Er würde es so leicht aus mir herausholen, wie das Schmalz aus seinen Ohren. Okay, okay. Ich muss ihn loswerden. Yep. Okay. Dwayne! Und Niffy, ich habe im ersten Mal wirklich Rock gelesen, wie das Kleidungsstück, und dachte mir, Moment, halt nein, da steht ja noch ein The davor. Ja. Ich will eigentlich... Ich weiß nicht, wo... Okay, ich gehe jetzt einfach alle ab. So viel Auswahlmöglichkeit gibt es ja dann dort zum Glück doch nicht. Ich habe keine... Vielleicht hat Conchita noch eine Idee. Es gibt sonst nichts. Es gibt nicht. Wir machen das jetzt per Ausschlussverfahren. Ich muss gleich mit dem Polizist selbst reden und ihm irgendeine Story auftischen. Aber zuerst probiere ich es noch mit dem. Ich habe nichts. Ein verloren aussehender, das ist Miguel, der Flötenspieler. Würden Sie einer alten Freundin von mir die Ruinen zeigen, jetzt wo der General weg ist? Es wäre mir eine Ehre, Signor. Danke. Ich gehe sie schnell holen. Oh, Pearl! Du bekommst endlich deine Führung. Ist das nicht Wahnsinn? Oh ja, dezente Weltuntergangsstimmung. Ich habe alles arrangiert für Ihren Besuch im Tempel, Pearl. Oh, das ist aber wirklich lieb, George. Warum kommst du nicht mit, Honey? Würde ich ja liebend gern, aber gerade jetzt muss ich schnell mal die Welt retten. Prost. Hör mal, Süßer, ich suche einen offiziellen Fremdenführer, der mich zur alten Pyramide bringt. Für eine bezaubernde Dame würde ich bis ans Ende der Welt gehen. Und für sie immerhin bis zur Pyramide und zurück.
Aber was ist mit ihrem Mann? Was er nicht weiß, macht ihn nicht heiß. Also lass uns abhauen. Ja, Pearl ist da sehr kurz entschlossen. Weg mit euch und tschüss. Nachdem Pearl und Reynaldo sich auf den Weg zur Pyramide gemacht haben, gehe ich daran, das Polizeirevier zu durchsuchen. Sieht aus wie eine geologische Übersichtskarte der Gegend südöstlich von Caramonte City. Etwa 80 Kilometer landeinwärts und flussaufwärts war ein Gebiet mit dem Wort Teokulkan markiert. Ich bin George Stobbart. Du bist Miguel, der Musiker, stimmt's? Ex-Musiker, Senor. Meine Karriere ist beendet. Ein Besuch im Gefängnis könnte doch ein prima Karriereschub werden. Senor, ich würde lieber sterben, als mit dieser Schande zu leben. Ich glaube, das lässt sich arrangieren. Kennst du einen Kerl namens Karzak? Ja, der alte Mann hat von ihm gesprochen. Der Ausländer? Professor Ubier? Stimmt. Dieser Mann, Karzak, er ist Ubiers Boss. Warum hängt diese Schlinge darunter? Reynaldo hat sie für mich geknüpft, damit ich mich aufhänge. Weinen Sie nicht um mich, Senor Stobbart. Wenn ich tot bin, wird die Göttin meine Seele zur ewigen Ruhe ins Paradies führen. Ach, schon wieder so ein Paradiesgläubiger. Ich komme nicht an die Schlinge ran. Es gibt nichts. Okay, jetzt haben wir aber einen Grund, mit Conchita zu reden und, kein Problem, Schatz, du darfst mich stalken. Vielleicht ein bisschen zu viel Süßstoff in den Kaffee. Dann haben wir den Zünder. Und mit dem Zünder holen wir Miguel raus. Yay! Ich habe mir diese Karte auf dem Polizeirevier gründlich angesehen. Es ist eine Karte von Caramonte. Verrät die uns, wo Ubier hin will? Ja, zu einem Ort namens Teokulkan. Da ist die Mine. Ich frage mich, warum die so geheimnisvoll tun, was Ubiers Pläne angeht. Eines ist sicher. Wenn der General mit drin hängt, führen die nichts Gutes im Schilde. Ich würde gerne mal mit diesem Musiker Miguel reden. Nehmen Sie einen Sprengsatz und holen Sie ihn aus diesem Gefängnis raus. Ja, wenn du das sagst, Lady. Wo hat er denn das hingeschoben? Will ich das wissen? Oh, Dwayne! Nicht aufregen, die Hintergrundgeräusche sind bei mir. Aber ich speichere mal. Hier ist der Zünder, Duane. Reden Sie etwas leiser, George. Oder wollen Sie, dass jeder Sie hören kann? Sie gehen am besten rüber und warnen Miguel vor, dass die Kavallerie unterwegs ist. Okay. Hier, da kommt er hin. Sag mal, Schatz, war heute Gewitter angesagt? Beziehungsweise Unwetter? Ich komme nicht an die Lampe ran. Hey, Miguel.
Was ist los? Was passiert? Wir holen dich hier raus. Wer ist wir? Haben die Amerikaner die Delta Force geschickt? Nö. Das Team von Cobra übernehmen sie? Bring mich nicht zum Kotzen. Viel besser. Also wer? Ein pensionierter Grußkartenverkäufer aus Ohio. Ich bin verloren. Da bist du nicht der Einzige. Ich hätte es wissen müssen, als ich sie zum ersten Mal sah. Sie bringen nichts als Ärger. Hören Sie, ich kann alles erklären. Rein in die Zelle. Sofort. Und wenn ich mich weigere? Dann erschießt er sie. Okay, alle schön hergucken, wie ich ganz ruhig in die Zelle marschiere. Ich kann ja teilweise nicht nur mal hinten zu den Hügeln gucken. Elender Norteamerikaner. Einer der Gründe, warum ich Feuerwaffen so hasse, ist, dass sie die Leute so unhöflich machen. Mhm. Ich hoffe, Sie genießen Ihren Urlaub. Senor Stobar. Geh deine Waffe polieren, Renaldo. Das war doch bestimmt Teil Ihres Planes, richtig? Naja, auf eine gewisse Art, nein. Mir sind gerade die Ideen ausgegangen. Jetzt hängt es allein an Nico. Und Cut!